Herzlich willkommen hier zurück auf der Stappenbauch und Stappenbach-Krimi. Ja, wir sind fleißig in der Düngung, Leute. Fleißig in der Düngung. Wir müssen düngen. Oh ne, da war was vergessen. Schickbitter. Der ist nicht schlimm. Ja, ist nur für die Düngung schlimm. Sonst, wir haben ja eine Direktsort. Nächstes, wir müssen ordentlich Gas geben jetzt hier beim Düngen. Ne? Gegrobert ist alles fertig. Die letzten Flächen habe ich dann noch gerade fertig gemacht. Damit hat es gar keine Spirenskis gibt, ne? Wir sehen zu, dass wir die zweite Düngung auf die Felder kriegen und die erste Gabe auf die grünen. Das ist im Moment Torges Business. Die Dünger-Bigpacks habe ich jetzt noch nicht abgeholt. Wir haben gedacht, wir düngen jetzt erst und dann fahren wir diese ganzen Bigpacks durch die Gegend. Dann wäre es schwachsinnig, die jetzt aufzuladen und dann... Ja, nee. Dann kriegen wir jetzt mal einen Händler ab. Sparen uns den ganzen Käse. Ist zumindest gerade so meine Denkweise. Das hat ja so ein bisschen einfacher geht, ne? Wie gesagt, mit Robert ist jetzt alles. Oh, der hat aber auch eine komische Funktion. Deswegen jetzt düngen. Düngen, 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 düngen. Ja, wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, ne? Dann haben wir zwei Düngestufen drauf, ne? Zwei. Zwei sind so und nicht so. Ja, das wäre drauf. Dann brauchen wir nach dem Säen nur noch einmal drüber düngen und dann sind unsere Flächen für dieses Jahr ready. Und das ist gut, dann brauchen wir auch beim Spulen und so nicht aufpassen, da wir dieses gucken müssen, ist fertig gedüngt oder ne, müssen wir noch düngen bauen, das brauchen wir dann alle. So war der Sinneswandel dahinter. Deswegen machen wir das so. Deswegen haben wir jetzt auch vorher gegrubbert. Normal brauchst du ja gar nicht vorher grubbern mit Direktsaat, aber wie gesagt, so geht's jetzt einfach. Kein Stress, nix, ne? Es wird ruckzuck durch. So war der Plan. Weil dann können wir auch ziemlich zeitnah, ja, wir müssen ein bisschen Sacken zum Hof holen, ein bisschen Dünger, ziemlich zeitnah dann jetzt auch auf den nächsten Ingame-Tag gehen, ne? Das ist schon schick gefallen. Und dann auch kein Stress mehr. Ziemlich zeitnah anfangen zu sehen, ja, wenn Bogen ist. Ne? Wir brauchen Bogentemperatur, das ist ganz wichtig. Da müssen wir auf den Bogen rechnen. Ne? Nicht dazu sagen, wir drillen. Zwar macht das nichts aus, aber wir wollen ja schon, wenn Temperatur ist, im Bogen drillen. Ne? Und nicht einfach auf gut Glück. Weil da könnte auch mal schief gehen, dass wir uns nichts vormachen. Ne? Das ist wohl so. Er sagt dann zwar nichts, wenn man mit Bogentemperatur ist und du säst. Oh, Autosave dann, ne? Aber wir wollen das Glück nicht überstrapazieren, ne? Sicher ist sicher. Maria Mastis und dann ist Schick genommen. Und das wollen wir nicht, ne? Weil wir sind ja auf die Ernte angewiesen. Genau. Wir sind auf die Ernte angewiesen. Richtig. Muss man Mikro wieder näher ranholen, ne? Jetzt ist schon wieder aufgefallen, ich rede wieder zu leise. Und manchmal kann man nicht so schreien. Ne, liegt nicht in meiner Natur um zu wollen. Oh Mann, das läuft aber. So wollen wir es haben, ne? Ratzi-fatzi. Schneller, desto ja, besser kannst du auch nicht sagen, aber dann sind wir halt durch. Ne? Mit der Arbeit, das wäre ganz gut. Ein bisschen reicht der Dünger ja noch. Ne? Wow. Das war aber auch ganz gut, dass CP wenigstens Feld 109 für uns erledigen konnte. Ne? So hatten wir noch Zeit, unsere Maschinen alle zum Hof zu fahren, wie es da sehen ist. Alles weggeholt. Jetzt heißt es
Ackern für die Ernte. So ist der Plan, ne? Hast du ja auch nicht wieder? Jetzt aber. Wutz, futz. Nicht so weit abfahren. Wie gesagt, wir müssen auch das ganze Grünland runter, ne? Ich habe auch erst gedacht, schleppst du oder schleppst du nicht, aber dann habe ich mich gegen Schleppen entschieden. Nee, lass uns mal ruhig dieses Jahr düngen. Dass wir ein bisschen vorankommen. Ist ja doch nicht so einfach dann. Die Seasons sind 3 Düngestufen und ich weiß, ob wir noch eine 5. Düngestufe aus Grünland kriegen. Das war knapp. Aber er hat gepresst. 130,06. Ne? Hey, fein Schlipper. Läuft. Alt und bezahlt. Ne? Das ist das Wichtigste. Ist bezahlt. Jetzt zu bauen hier, ne? Und dann hat auch schon viel. Können wir hier hinten auch rausfahren? Bonus. Druck. Danke. Abflug. Bisschen ist noch drin, ne? Ja, passt. Guck mal, hier können wir langsam rausfahren. Vielleicht ein bisschen langsamer, dann geht er. Unser Grünland müssen wir auch noch komplett düngen, ne? Oder fahren wir, glaube ich, mit voller Düngerstreuung da rein. Ja, hier müssen wir alle Beute flicken. Das geht aber auch ratzfatz. Das sind die letzten beiden Flächen, die hier vom Ackerland gedüngt werden müssen. Dann haben wir das schon erledigt. Sehr hier hat so funktioniert. Haben wir gar keinen Stress mehr. Ich finde es nur vernünftig dran zu fahren, dass er auch was erwischt. Aber als Bild. Übung macht den Meister, wie gesagt, immer so schön. So, nein, die Steigung ist nicht zu verachten, aber mein Robert war das auch schon mal sein. Der hat sich auch schon stellenweise nass gemacht, der Hyundai. Aber wir haben hier auch gar keine Allradar. Jetzt haben wir Allradar. Und dann schon besser in die Ecke. Chili Vanille. Wir müssen da hinten lang zum so. Wir müssen da lang. Ja, ja. Jetzt hast du ja gut hingekriegt, Svenny. Ohne. So geht das. Ja, wenn man nicht düngen kann, dann muss man halt dann nochmal lang vorne. Ist wie so. Schicker. Er hat mich ja schon selbst. So, jetzt
jetzt aber Äpfel. Ich streue ja umgemacht und das ist wohl. Schicki fein. Das lobe ich mir. Perfekt. Echt, die macht einen Top-Job, der 130er, ne? Ey, da kannst du nichts mehr sagen. Der schummelt so gut. Richtig gut. Das ist ja so ein Top-Job. Leicht irritieren, den Schatten. Das ist schon 10 Jahre. Aber noch läuft's. Mit Dünger kommen wir nicht hin, müssen eh nochmal jetzt gleich zum Händler heizen. Ja, ich muss da wahrscheinlich alleine hinfahren. Das ist kein Problem. Dann machen wir den Fest da. Klar, manchmal geht der vorne hoch. Und dann die Kurve in den Kopf. Okay, wir haben nur das Schlipperdreieck drin, ne? Siehst du? Ich lenke? Ich will nicht lenken. Pech gehabt. Oder wie sagt man, das ist schon Pech gehabt. Nee, ist jetzt nicht die Sponsorarbeit, ne, es muss halt auch gemacht werden, ne, muss man sich nichts vormachen. Man möchte ja auch schließlich ein bisschen Ertrag haben, ne. Deswegen muss man dann halt auch mal in sauren Apfel beißen und mit dem Düngerstreuer in der Gegend heizen, ne. Und sonst geht's nicht, ne. Schlimme ist das Hohl. Ja, immer hin und her heizen mit dem Düngerstreuer ist. Ja. Nicht so schön, aber. Kriegen wir auch noch hin, ne? Hoffentlich kommen wir noch bis unten. Dann müssen wir nämlich erstmal Dünger holen. Ja, 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 reicht, reicht, reicht. Nee, nee, reicht. Abflug nach hinten. Machen wir ihn nochmal voll. Der Rest können, glaube ich, dann zum Hof. Ne? Warte mal. Kommt jetzt, ne? Perfekt. Abfahrt. Eulig. Ne, eulig haben wir es eigentlich nicht mehr. Ne, wir sind gut im Zeitplan. Wir haben alles gekrobert. Wir haben die zweite Düngestufe schon fast gemacht. Also auf den Flächen. Äcker. Diese haben wir noch gar nicht gedüngt. Aber da ist ja auch schon erste Stufe Standard. Dann haben wir, wenn wir das gemacht haben, überall zweite Düngestufe drauf. Tipptopp. Maschinen weggeräumt. Läuft. Bisschen Dünger und Saatgut nachher noch ran organisiert. Was willst du mehr? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Richtig tippitoppi. Das läuft. Steht denn auch der ganze Dünger? Ich frage, wie steht der irgendwo? Ne? Dann laden wir das Zeug mal eben ein. Die waren nur 900 Liter drin, ne? Ne, 800 Liter, okay. Ich hätte gedacht, da wäre ein bisschen mehr drin, aber es sind nur 800 Liter.
Und dann wird jetzt eh nicht mehr. Der Dünger Big Pack wird normal. Wird ja noch leer, ne? Ne. Es fehlen 100 Liter. Ja. Oh, wir müssen ein bisschen Dünger dann später kaufen. Der geht aber auch leicht vorne hoch. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken gesehen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.